Zuerst einmal werden wir auf dem Fortschritt aufbauen, den wir an unseren Grenzen mit der Verstärkung der Grenzschützer erreicht haben, damit diese sich den illegalen Grenzübertritten entgegenstemmen können und illegale Einwanderer schneller in ihre Herkunftsländer zurückschicken können. Zum Zweiten werde ich dafür sorgen, dass es gut ausgebildeten Einwanderern, Hochschulabsolventen und Selbstständigen leichter gemacht wird, hier zu bleiben und zu unserer Volkswirtschaft beizutragen, was viele Unternehmenschefs selbst auch forderten. Als Drittes werden wir uns der vielen Millionen Menschen annehmen, die sich illegal in unserem Lande aufhalten. Dieses Thema möchte ich ausführlicher ansprechen, denn es wird leidenschaftlich und kontrovers diskutiert. Wir sind zwar ein Einwanderungsland, zugleich aber auch eine Nation mit ihren Gesetzen. Arbeiter ohne Papiere verstoßen gegen unsere Gesetze und ich meine dafür, dass man sie dafür zur Verantwortung ziehen muss, insbesondere dann, wenn sie gefährlich sind. Darum ist die Zahl der ausgewiesenen Straftäter auch in den letzten 6 Jahren um 80% gestiegen. Und darum konzentrieren wir unsere Ressourcen auch in Zukunft weiter auf die tatsächlichen Bedrohungen unserer Sicherheit. Auf Schwerverbrecher, nicht auf Familien, auf Straftäter, nicht auf Kinder. Auf Bandenmitglieder, nicht auf die Mutter, die hart arbeitet, um ihre Kinder zu versorgen. Wir setzen Prioritäten, so wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft das jeden Tag auch tun. Aber Tatsache ist, trotz unserer Bemühungen, Straftäter auszuweisen, leben immer noch Millionen Einwanderer in allen Bundesstaaten mit unterschiedlicher Herkunft, Rasse und Nationalität illegal in diesem Land. Und seien wir doch einmal ehrlich, sie alle zu finden, zu erfassen und dann Millionen Menschen ausweisen zu wollen, das ist nicht realistisch. Jeder, der das vorschlägt, geht nicht ehrlich mit ihnen um. Und so sind wir auch nicht als Amerikaner. Schließlich sind die meisten dieser Einwanderer schon lange hier. Sie arbeiten hart, oft in gefährlichen und niedrig bezahlten Jobs. Sie unterstützen ihre Familien, sie gehen regelmäßig in die Kirche. Viele ihrer Kinder wurden in den USA geboren und haben den Großteil ihres Lebens hier verbracht. Ihre Hoffnungen, ihre Träume und ihre Vaterlandsliebe sind genauso ausgeprägt wie unsere eigenen. Wie mein Vorgänger Präsident Bush einmal sagte, sie sind Teil des amerikanischen Lebens. Und da bringe ich es auf den Punkt. Wir erwarten von den Bewohnern dieses Landes, dass sie sich an die Regeln halten. Wir erwarten, dass die, die das nicht tun, nicht auch noch dafür belohnt werden. Deshalb machen wir das folgende Angebot. Wenn Sie sich seit mehr als 5 Jahren in Amerika aufhalten, wenn Sie Kinder mit amerikanischer Staatsangehörigkeit oder einer Aufenthaltsgenehmigung haben, wenn Sie sich registrieren lassen und ein sauberes Führungszeugnis präsentieren und schließlich bereit sind, Ihre Steuern zu zahlen, dann bekommen Sie ein vorübergehendes Aufenthaltsrecht, ohne befürchten zu müssen, ausgewiesen zu werden. Sie können aus ihrem Schattendasein heraustreten und ihren Aufenthaltsstatus legalisieren lassen. Das ist unser Angebot. Aber lassen Sie mich auch klar sagen, was wir nicht anbieten. All das gilt nicht für diejenigen, die erst vor kurzem illegal eingereist sind. Es gilt auch nicht für die, die in Zukunft illegal in die Vereinigten Staaten einreisen werden. Es ist auch weder das Angebot der amerikanischen Staatsbürgerschaft noch ein dauerhaftes Bleiberecht und auch nicht das Versprechen derselben Sozialleistungen, die unsere Staatsbürger bekommen. So etwas kann nur der Kongress beschließen. Alles, was wir versprechen, ist, wir werden sie nicht ausweisen. Die meisten Amerikaner befürworten solche Reformen, über die ich heute gesprochen habe. Und ich verstehe auch die Meinungsverschiedenheiten bei Ihnen daheim. Millionen von uns, auch ich selbst, schauen auf Generationen von Vorfahren in diesem Lande zurück, die hart für ihre amerikanische Staatsbürgerschaft gearbeitet haben. Deshalb mögen sie die Aussicht gar nicht, dass alle möglichen Menschen heute einen Freifahrtschein für diese Staatsbürgerschaft bekommen. Auch weiß ich, dass viele sich sorgen, dass die Einwanderung unser Land verändert, uns verändert, dass Einwanderer uns die Arbeitsplätze wegnehmen und die seit über 10 Jahren eh schon gebeutelten Familien der Mittelklasse darunter leiden werden. Ich höre diese Sorgen. Aber das hat nichts mit dem von mir vorgeschlagenen Maßnahmen zu tun. Unsere Geschichte und die Fakten zeigen, dass unsere Volkswirtschaft und unsere Gesellschaft unter dem Strich von der Einwanderung profitieren. Ich meine, es ist wichtig, diese Debatte zu führen und das ohne die Aufrichtigkeit des jeweilig anderen zu bestreiten. Und weil wir uns über das Hin und Her in Washington erheben müssen. In dieser Debatte geht es um Größeres. Es geht darum, wie wir als Land sind und wie wir für die kommenden Generationen als Land sein wollen. Sind wir eine Nation, die ein heuchlerisches System toleriert, in dem die Arbeiter, die auf unseren Feldern Obst und Gemüse ernten, die unsere Betten und unseren Haushalt machen, nie eine Chance bekommen, legal hier zu leben? Oder sind wir eine Nation, die jedem die Chance bietet, seinen Aufenthaltsstatus zu legalisieren, Verantwortung zu übernehmen und seinen Kindern eine bessere
Zukunft zu sichern? Sind wir eine Nation, die akzeptiert, dass Kinder auf grausamste Weise den Armen ihrer Eltern entrissen werden? Oder sind wir eine Nation, in denen die Familie noch ein Wert an sich ist und die Familie zusammenhält? Sind wir eine Nation, die die Besten und Gescheitesten in unseren Universitäten ausbildet, nur um sie nach dem Studium wieder in die Länder zurückzuschicken, mit denen wir im Wettbewerb stehen? Oder sind wir eine Nation, die sie ermutigt, hier zu bleiben, Arbeitsplätze zu schaffen, Unternehmen aufzubauen und Branchen hier in Amerika zu fördern? Nur darum geht es in dieser Debatte. Wir brauchen mehr als Politikroutine, wenn wir über unsere Einwanderungspolitik debattieren. Wir brauchen eine vernünftige, durchdachte und mitfühlende Debatte, die sich auf unsere Hoffnungen konzentriert, nicht auf unsere Ängste.